Dann habe ich müssen dürfen Löhne programmieren. Und zwar auf einer 14.01. Das ist ja so, wie bei den Autos, der Käfer, wie bei der Informatik, 14.01-Maschine. Das war bei mir ein grosser Durchbruch. Es war aber eine Maschine, die nur ein Programm aufs Mal laufen konnte. Also nicht multifunktionsfähig, sondern nur. Nicht wie heute jedes Handy, das 7 Sachen miteinander hat. Sondern ein Programm konnte man laufen lassen. Die Informatik von 1985 war halt einfach noch sehr, sehr zentralistisch geprägt, meistens mit Grossrechnertechnologie in einem Rechenzentrum und vorne am Arbeitsplatz war einfach ein Röhrenbildschirm mit einer Tastatur vor dran. Und sukzessive sind nachher neue Geräte, wie wir es eben hier sehen, portable Geräte, mobile Geräte, die auch die Intelligenz enthalten haben, die auch Speicherplatz enthalten haben. Und die hat man dann so sukzessive einführen. Das sind einfach die ersten Speichermedien nach der Lochkarte. Das ist von der Forschung vom grossen Schreibsystem. Und das ist wahrscheinlich von der PC schon. Mit der PC, das ist eine ganz neue Zeit gekommen. Und zwar sind die PC draussen ohne Einfluss von uns. Und das sind die ersten Differenzen, die wir kennen, da mit der Datenverarbeitungskommission und alles. Wir hätten eigentlich gern gehabt, dass eine zentrale Stelle das draussen koordiniert. Aber das ist nicht möglich. Es hat einen Wildwuchs gegeben, überall. Vornehmlich sind es natürlich, ist man in der Administration mit diesen PCs unterwegs gewesen. Man hat das noch relativ zurückhaltend genutzt, weil sie sind dann zumal sehr teuer gewesen. Und man hat sie vor allem einfach in der Sekretariat genutzt als Ersatz von der Schreibmaschine und hat dort mit entsprechender Software dann zumal noch PC Text 3 und PC Text 4 hat man nachher Dokument geschrieben und statt das einfach auf einer Kugelkopfmaschine zu machen. So einen Bildschirm wie da, der hat damals, weiss ich, etwa 25.000 Franken gekostet. Heute haben wir da nachgeschossen über das Zeug. Es sind einfach ganz andere Dimensionen heute. Also das Jahr 2000 Problem war ein weltweites Problem, wo sich eigentlich alle Informatikerinnen und Informatiker relativ früh damit haben auseinandergesetzt. Und letztendlich ist es eigentlich ganz eine triviale Geschichte. Früher hat man müssen Speicherplatz sparen, weil der teuer war. Und dann hat man ein Datum immer ohne Jahrhundert abgespeichert. Und dann hat man gewusst, die Lösung funktioniert bis ins Jahr 2000. Und darum hat man frühzeitig alle Systeme und alle Anwendungen müssen überprüfen, sind die Systeme und die Anwendungen jahrtausendfähig oder anders gesagt, sind die Jahreszahlen mit dem Jahrhundert abgespeichert. Schon erst, als ich weg war, ist es zentralisiert worden. Das sind alle die PC-Unterstützer, die draußen waren, sind die Informatiker. Darum haben sie jetzt plötzlich so viel mehr Leute gehabt. Ende Neujahr waren wir rund etwa 55 Leute gewesen. Und wir haben gewusst, dass wir eigentlich ein bisschen mehr Platz bräuchten, aber es hat sich eigentlich nichts ergeben dort an der Schwanengasse. Und der eine Punkt oder andere Punkt, der viel wichtiger Punkt, war, dass wir ein Rechenzentrum hatten an der Schwanengasse 14, wo eigentlich aus allen Nähten geplatzt ist. Und im 2013 hat sich hier ergeben, respektive ein bisschen früher, hat sich ergeben, dass das Gebäude hier zum Verwaltungsgebäude ist definiert worden vom Gemeinderat und dass Abteilungen da rausgezügelt und ich war bereit gewesen, mit mir eine Abteilung hier ins Bärhaus reinzuziehen und wir haben hier auch die Möglichkeit gehabt, das Hauptrechenzentrum im Haus zu bauen, wo wir hier ein paar Stück weiter unten im Betrieb haben.